Die ADRs auf russische Aktien sind vom Handel ausgesetzt. Und die meisten Anleger denken jetzt, es bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten. Jetzt hat die russische Regierung aber beschlossen, dass diese ADRs abgeschafft werden. Und dadurch wird es kompliziert. Welche Rechte hat man jetzt noch als Besitzer von solchen ADRs? Wie könnte das konkret ablaufen und worauf kommt es jetzt an? Darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Russland hat die Ukraine angegriffen, es gab Sanktionen und Gegensanktionen und die russischen Aktien und ADRs, die sind mehr oder weniger alle vom Handel ausgesetzt worden, nachdem sie vorher schon sehr stark gefallen sind, sodass die meisten Anleger jetzt resigniert haben und einfach nur hoffen natürlich, dass es irgendwann mal wieder besser wird und das aber eigentlich nicht mehr weiter verfolgen in vielen Fällen. Das liegt auch an unserer deutschen Finanzpresse, würde ich sagen. Also wir haben ja wahrscheinlich Milliarden Euro an Anlegergeld, das feststeckt im Moment in russischen ADRs. Das findet aber in der Berichterstattung überhaupt nicht statt im Moment. Und entweder liegt es eben daran, dass man der Meinung ist, so, ja, russische Aktien, das haben ja sowieso nur Zocker gehabt und das war ja auch völlig verantwortungslos. Da verstehe ich aber nicht ganz, dass wir uns immer noch die Hälfte von unserem Erdgas von Gazprom liefern lassen können, aber dass die Anleger vor ein paar Jahren schon hätten keine Gazprom-Aktien kaufen sollen. Mal abgesehen von den ganzen anderen russischen Unternehmen, bei denen der Staat in Russland vielleicht noch nicht mal beteiligt ist und die natürlich auch sonst niemandem was getan haben. Eine andere Möglichkeit wäre, dass unsere Experten das Ganze selber auch nicht so richtig verstehen. Aber sie finden ja nichts in der Berichterstattung. Was sie finden, sind so Aussagen im Moment wie: Die Gazprom-Aktie steigt heute in Moskau um 2%. Oder aber: Wir raten von Russland-Aktien zurzeit ab. Na, vielen Dank. Es hat gegeben von der Schutzgemeinschaft für Kapitalanleger ein Video dazu mit Dr. Marc Liebscher Mitte März. Das war auch ganz gut. Das ist aber jetzt leider auch nicht mehr aktuell. Und dann habe ich mich bei denen auch mal eingetragen für einen Newsletter zu diesem Thema. Da ist jetzt aber auch nichts mehr gekommen. Und mein eigenes Video jetzt dazu, das kommt auch reichlich spät, das weiß ich schon. Ich bin da aber selber auch am Schwimmen bei dem Thema ein bisschen. Und zum Beispiel die Stellungnahme dazu von der Bank of New York Mellon, das ist der wichtigste Betreuer von russischen ADRs, die ist auch erst am Donnerstagabend gekommen. Insofern, es ist alles nicht ganz einfach im Moment. Es ist eine schwierige Lage. Und natürlich ist da jeder auch mal sehr vorsichtig erstmal, bevor er sich äußert. Wie ist die Situation? Was Sie alle wissen, Anfang März sind bei uns und auch in Wien, London, New York und so weiter die ADRs von Unternehmen aus Russland vom Handel ausgesetzt worden. Das war damals die Meldung der deutschen Börse, habe ich schon mal gezeigt hier und ich will da nur noch mal an eins erinnern. Diese Aussetzung, die ist nicht erzwungen worden durch irgendeine Gesetzeslage, also ich wüsste jetzt von keiner. Und sie ist auch nicht erzwungen worden dadurch, dass auf diese ganzen Unternehmen Sanktionen verhängt worden wären. Gegen die Mehrheit von diesen Unternehmen sind keine Sanktionen verhängt worden, zumindest keine direkten. Sondern, das ist meine Meinung einfach, die Börsen haben den Handel einfach ausgesetzt, weil sie eben befürchtet haben, dass sie regulatorisch irgendwelche Schwierigkeiten kriegen. Also mit diesen ganzen Geschichten wegen Zahlungsverkehr und Kapitaltransfer und so weiter. Das war also höchstwahrscheinlich eine geschäftliche Entscheidung ohne staatliche Weisung, die man dafür aber ja offenbar auch nicht braucht. Und hier steht's ja auch. Der Handel von Instrumenten auf russische Anleihen, Einzelwerte und so weiter wird bis auf Weiteres ausgesetzt zum Schutz des Publikums und nicht wegen Paragraph so und so deutsche Notstandsgesetzgebung oder sowas. Aber die Formulierung zum Schutz des Publikums, das klingt für das Publikum natürlich wie Hohn, weil das Publikum jetzt keine Chance mehr hat, diese ADRs loszuwerden.
Und die Überzeugung ist jetzt bei den meisten eben, wir können nur hoffen, dass es irgendwann mal vorbei ist und dass dann der Handel irgendwann mal wieder aufgenommen wird. Und das müssen wir jetzt eben abwarten, notfalls bis zum jüngsten Tag. Das stimmt aber nicht. Das russische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet am 16. April, dass die ADRs auf russische Aktien verschwinden müssen. Es tritt am 27. April in Kraft, also am Mittwoch. Jetzt ist es also Russland, das diese ADRs nicht mehr haben will. Es soll an den ausländischen Börsen kein Handel mehr stattfinden von russischen Firmenanteilen. Und damit war es das mit den ADRs. Ganz einfach. Aber die Eigentumsrechte, die sollen gewahrt bleiben. Das heißt, die Eigner von den ADRs sollen die umwandeln können in russische Originalaktien, die auch auf sie eingetragen sind. Und die dann handeln können auch an der Börse Moskau. Nette Idee, aber leichter gesagt als getan. Und das weiß Russland natürlich auch. Was man noch dazu sagen muss, das Ganze gilt natürlich nicht für Firmen, die inkorporiert sind im Ausland, außerhalb Russlands, die nur in Anführungszeichen ihr Geschäft jetzt in Russland haben. Also Yandex zum Beispiel, der Internetkonzern gelistet in New York, die sind zwar auch vom Handel ausgesetzt, aber da kann Russland jetzt natürlich keine ADRs verbieten. Oder Polymetal mit ihren Goldminen in Russland, die in London ja sogar noch handelbar sind. Für die gilt das nicht, für diese Unternehmen. Dann auch noch wichtig, die Unternehmen können im Prinzip Widerspruch dagegen einlegen, wenn sie die ADR-Programme doch behalten wollen. Also Norilsk Nickel zum Beispiel hat angekündigt, dass sie das versuchen werden. Aber sie haben natürlich auch gleich gesagt, es gibt keine Garantie, dass das dann auch erfolgreich ist. Und was auch noch wichtig ist, ab diesem 27. April erlischt das Stimmrecht und die Dividendenberechtigung auch für die ADRs. Und man sollte sie dann auch nicht mehr handeln, kaufen oder verkaufen. Wer sie danach gekauft hat, der hat kein Anrecht mehr auf die Umwandlung in Originalaktien. Das ist bei Kleinanlegern jetzt wahrscheinlich weniger das Problem. Die können sie ja sowieso nicht handeln. Es kann sein, dass das die russischen Oligarchen treffen soll im Ausland, dass die jetzt ihre ADRs nicht mehr hin und her schieben können oder sowas. Okay. Jetzt wäre es ja schön, wenn man als Anleger sagen könnte, wunderbar, das wird jetzt dann ja alles automatisch eingetauscht und ich kriege dann irgendwas Undefinierbares eingebucht, das dann irgendwie die russische Originalaktie ist und irgendwann kann ich ja die vielleicht wenigstens wieder handeln. Und vielleicht kommt es auch wirklich so, man soll da die Hoffnung nie aufgeben, aber ich befürchte, das kommt so nicht. Wie gesagt, es gibt jetzt die Stellungnahme von Bank of New York Mellon, die der wichtigste Herausgeber oder Betreuer ist von solchen russischen ADR-Programmen. Daneben macht es auch noch die Citigroup, JP Morgan, Deutsche Bank. Und die Bank of New York jetzt, die sagt auch, sie wird das grundsätzlich ermöglichen, diesen Umtausch. Sie kriegen von mir dann auch einen Link auf dieses Dokument. Ich stelle Ihnen auch einen Link auf die Anmeldung für den Newsletter von der Schutzgemeinschaft für Kapitalanleger rein. Alles hier unter dem Beitrag, zusammen natürlich wie immer mit dem Link auch, wo Sie sich anmelden können für unsere Gratis-Zukunftsmärkte-Reports, damit Sie dann wenigstens noch irgendwas haben, über das Sie sich ausnahmsweise auch mal freuen können. Aber dazu nachher noch ein paar Worte. Die Bank of New York, die sagt aber, gehen Sie zu Ihrem Broker und weisen Sie uns über den an, dass Sie Ihre ADRs kündigen wollen. Dann kriegen Sie die Originalaktien. Und ab 27. April müssen Sie außerdem gesondert noch nachweisen auf einem Extraformular, dass Sie schon vorher der Besitzer von diesen ADRs waren. Nur das Formular ist natürlich noch gar nicht da. Und dann idealerweise wollen die auch Daten von ihrem Depot bei einer russischen Verwahrungsstelle. Es soll ja auch da ihr Besitzanspruch nachgewiesen werden. Und spätestens da wird es jetzt komplett happig. Es ist ja sowieso so, ausländische Anleger können an der Börse Moskau zurzeit keine Aktien verkaufen. Und wir haben ja außerdem von unserer Seite, von der westlichen Seite her, auch noch Kapitalverkehrsbeschränkungen. Das wird also alles erstmal nicht gehen.
Man könnte ja aber wenigstens hoffen, dass man diese Originalaktie oder wie auch immer jetzt erstmal in sein eigenes Depot kriegt hier bei uns oder einen Anspruch darauf, wie auch immer der dann aussieht. Dann hätte man das ja schon mal. Aber dafür muss die Depotbank so ein Verfahren eben auch abwickeln können. Und ich befürchte, das ist auch eine große Schwachstelle. Ich will gar nicht sagen, dass die das nicht können. Es kommt mir aber so vor, dass es völlig unmöglich ist im Moment, die zu fragen, ob sie das können. Ich habe selber jetzt keine russischen ADRs mehr. Ich kann das jetzt also nicht am eigenen Beispiel selber jetzt nachvollziehen auch. Ich habe jetzt aber trotzdem fast einen Tag lang versucht, bei mehreren Anbietern das rauszukriegen. Zum Teil als Kunde, zum Teil habe ich mich ausgegeben als Journalist, was ich ja auch bin seit 30 Jahren. Ich habe mich nur immer noch nicht daran gewöhnt. Ich habe auf jeden Fall zwei Fragen gehabt an die Direktbanken. Kennen Sie die Problematik? Sind Sie sich der bewusst? Und kann man das gegebenenfalls abwickeln? Können Sie das abwickeln für Ihre Kunden? Ja, ich hätte Ihnen genauso was erzählen können von der String-Theorie oder über das erste Konzil von Konstantinopel. Die haben keinen blassen Schimmer. Und jetzt ist mir natürlich schon auch klar, das ist auf der Welt nicht das einzige Problem, mit dem die sich beschäftigen müssen so. Und es sitzen jetzt an der Hotline auch nicht immer die Top-Investmentbanker. Aber ja, was macht man denn jetzt als Kunde? Man will ja wissen, kann ich mein Investment da jetzt noch retten oder kann ich das nicht? Uns hat im Übrigen einen Ansprechpartner gegeben, der hat relativ gut Bescheid gewusst auch. Das war bei einem Broker, der auch Handel in Moskau anbietet. Und der hat aber herzlich gelacht und hat gesagt, ADRs, Originalaktien, es ist völlig egal, wenn da Russland draufsteht, dann machen wir da nichts mehr und fassen wir das auch nicht an. Ist viel zu komplex und das regulatorische Risiko ist viel zu hoch. Und auch Handel direkt in Moskau gibt es natürlich auch nicht mehr. Tja, was passiert jetzt, wenn ich meine ADRs nicht kündigen kann bei der Bank of New York? Alle ADRs und GDRs basieren natürlich auf Verträgen. Die Besitzer haben Rechte. Und die Bank of New York sagt, in der Regel laufen diese ADRs natürlich noch 3 Monate weiter oder so. Und die Aktien, die hinterlegt sind, die werden dann normalerweise liquidiert und die Besitzer würden das dann ausbezahlt kriegen. Aber hier sind die Originalaktien natürlich aus Moskau. Und die russische Notenbank, die habe zwar erklärt Anfang März, dass man die ADRs durchaus kündigen könne eben und der Anspruch auf die Originalaktien würde erhalten bleiben, das wissen wir ja schon. Aber am 28. Februar haben sie auch schon gesagt, es gibt nicht mehr die Möglichkeit, die an Kunden ins Ausland auszuliefern oder das ausbezahlen zu lassen. Und die Bank of New York ist ja ein ausländischer Kunde. Heißt unterm Strich im Moment, der Besitzanspruch wäre zwar da, aber eine Verwertung gemäß der ADR-Richtlinien, die ist nicht mehr möglich. Das ist eine absolute Sondersituation, selbstverständlich, und die Bank of New York ist darum jetzt auch extrem vorsichtig mit ihren Aussagen. Die sagen eigentlich auch nur, wir müssen das jetzt weiter beobachten, wir geben dann auch Bescheid, wie es dann weitergehen soll. Mit anderen Worten, wenn man es eben nicht schafft, von sich aus diese ADRs zu kündigen, wirklich gegen Lieferung von Originalaktien, dann kann man eben im Moment nicht wissen, was man in 3 Monaten dann hat im Depot und welchen Anspruch man dann auch hat. Das ist alles völlig offen. Und das zeigt uns zwei Dinge. Erstens, es wäre sehr gut gewesen, wenn die deutsche Börse den Handel dieser ADRs nicht ausgesetzt hätte zum Schutz des Publikums. Dann wären die ADR-Besitzer, die nämlich in dieser Situation jetzt noch irgendwie losgeworden. Wahrscheinlich hätte es sogar auch noch Käufer gegeben. Irgendwelche Großanleger, Hedgefonds mit Accounts in Moskau, die das dann noch eher hingekriegt hätten vielleicht. Und das Zweite, es wäre jetzt eben sehr, sehr wichtig, zu erfahren, ob es depotbankenseitig eine Lösung gibt, sofern rechtlich möglich. Vielleicht arbeiten die ja schon dran.
Aber ich will jetzt keinen schlecht machen. Wie gesagt, es ist nur so, die Erfahrung zeigt leider auch manchmal, dass Privatanleger darum Geld verlieren, weil am anderen Ende jemand an der Leitung sitzt, der keinen Bock hat, sich auseinanderzusetzen mit einer Frage, die zwar sehr berechtigt ist, aber eben auch komplex. Und ich bin im Übrigen auch kein Freund von so Billigbrokern oder sowas, weil sie als Anleger früher oder später immer in eine Situation kommen werden, wo sie wirklich einen Dienstleister brauchen, der sie tatsächlich auch in schwierigen Fragen unterstützen kann. Und ich selber, wie gesagt, ich kann es nicht nachexerzieren mit eigenen ADRs. Es würde mich aber sehr freuen, erstens, wenn Sie die Erfahrungen, die Sie da jetzt machen und die Erkenntnisse, die Sie da vielleicht auch gewinnen, wenn Sie die hier unten in den Kommentaren vielleicht auch anderen Zuschauern mitteilen könnten. Und es würde mich auf der anderen Seite auch unglaublich freuen, wenn möglichst viele Zuschauer ihre Broker da jetzt auch wirklich mal nerven würden, damit die auch mal sehen, wir haben da jetzt eben eine neue Situation. Russland ruft uns faktisch dazu auf, dass wir unsere ADRs jetzt kündigen und dass wir als betroffene Anleger jetzt eben auch zu Recht mal wissen wollen, wie das funktioniert. Und damit auch wenigstens mal bei dem Thema dieser ganze Hotline-Stumpfsinn da aufhört, so in die Richtung. Ja, Sie wissen ja, mit Ihren russischen Aktien, da sind Sie natürlich auch ein hohes Risiko eingegangen. Ist völlig richtig, ist jetzt aber nicht mehr das Thema. Ich habe das Video hier jetzt eben auch nicht gemacht, weil ich jetzt die große Patentlösung aus dem Hut zaubern könnte, sondern damit eben jeder, der betroffen ist davon, das jetzt eben erstmal auch einschätzen kann, einordnen kann, was da gerade passiert. Und der eine oder andere hat jetzt vielleicht noch viel mehr Fragen als vorher. Ich fürchte nur, da bin ich dann unter Umständen eben wirklich nicht mehr der richtige Ansprechpartner. Das, was ich weiß im Moment, das habe ich hier jetzt gesagt. Jetzt müssen wir sehen, wie es weitergeht, welche Lösungen wir da eben präsentiert kriegen und ob wir überhaupt welche präsentiert kriegen. Nur ganz passiv, wie gesagt, ganz passiv sollten wir da auch nicht bleiben. Es wäre schon wichtig, dass wir da auch irgendwie als Anleger hartnäckig bleiben, um rauszukriegen die nächsten Wochen, ob da von irgendwelcher Seite entsprechend was in Arbeit ist. Wie gesagt, ich verlinke Ihnen diese Stellungnahme von der Bank of New York nochmal unter dem Beitrag hier. Dann kriegen Sie von mir den Link für die Eintragung für den Schutz, für Newsletter der Schutzgemeinschaft für Kapitalanleger und eben selbstverständlich auch den Link zu unseren gratis Zukunftsmärkte-Reports. Ich habe es ja schon erwähnt. Diese Woche geht es da um Aktien aus dem chinesischen Exportsektor. Die chinesische Binnenkonjunktur, die entwickelt sich schwach natürlich zur Zeit, Lockdown-bedingt. Aber die Exporte, die sind auch im März noch um 14,7% gestiegen, die chinesischen Exporte. Da ist also die Stimmung im Moment wahrscheinlich schlechter als die Lage. Und chinesische Exportaktien sind ja zum Teil auch stark unter Druck gekommen. Und die Reports von uns, die sind eben gratis. Sie müssen sich dafür nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de und dieser Report zu den chinesischen Exportwerten, der geht morgen raus, also nicht vergessen. Und was russische ADRs betrifft, ich bleibe dran, selbstverständlich tun Sie es, aber nach Möglichkeit auch. Dann bedanke ich mich bei Ihnen schon mal fürs Zuschauen, alles Gute Ihnen.